Hallo, willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt nachgelesen. Ich habe nachgelesen, was ich tun muss, denn es ist nicht offensichtlich. Ich habe die Tür verriegelt und muss auf Benutzen gehen. Ups, mein Fehler. Ich muss die Tür verriegeln und dann muss ich auf Benutzen gehen. Aber das ist ein bisschen unoffensichtlich. Okay, du kannst jetzt rüber. Danke, das war eine gute Idee. Kann ich sie nämlich darum bitten, den Schalter zu halten? Drückst du mal für mich diesen Notschalter hier? Sofort. Diese Box wegschieben. Danke, George. Lass uns abhauen. Sicherheitsrollläden. Ziemlich verrostet. Sie sehen selbst nach all den Jahren ziemlich stabil aus. Anna Maria, könntest du mir vielleicht die Rollläden anheben? Ich versuch's. Okay, los geht's. Tut mir leid. Sie sind zu schwer. Völlig verklemmt. Das Holz ist aufgequollen und rührt sich keinen Millimeter. Ich habe keinen Grund, das zu versuchen. Wenn man irgendwas hätte, was man reinklemmen könnte. Funktioniert so nicht. Das funktioniert okay, so nicht. Sein können, dass man es mit ihr zusammen anhebt und dann rein, dass sie es dann reinklemmt, während man den anhebt. Aber wahrscheinlich denke ich zu kompliziert. Na komm. Die Steuerung ist ein bisschen komisch manchmal. Hey, Anna-Maria, kannst du mal die Kurbel drehen? Okay, George. Komm.
Komm schon, Anna-Maria, ich halte das nicht länger aus. Ich bin bei dir, George. Wohin jetzt? Brooklyn, in mein Hotel. Das Manuskript liegt in meinem Zimmer-Safe. Aha, und wie sollen wir da hinkommen? Taxi! Mach schon. Erstaunlich, das ist das erste Taxi, das in dieser Gegend hält. Scheiße! Schlecht, Tony. Du hast es fast vermasselt. Gar nichts habe ich vermasselt. Vielleicht hast du recht. Ich habe ihre Tasche. Jetzt wissen wir wenigstens, wo sie wohnt. Du Dumpfbacke, wo sie wohnt, wissen wir schon lange. Ach ja? Oh, dann hast du es doch vermasselt. George, da! Ich seh's. Diese Inneneinrichtung ist wirklich ein Hohn. Nein, der Typ an dem Tresen. Das ist einer von ihnen. Okay, Nico, wir machen das so. Nico! Ich meine Anna-Maria. Wir machen das so. Ich gehe durch und suche dein Zimmer. Du schleichst hinten rum und ich lass dich rein. Bleibt ein Problem. Mein Schlüssel war in meiner Handtasche. Und? Die habe ich verloren. Okay. Keine Sorge, ich finde eine Lösung. Vertrau mir. Das tue ich. Mit meinem Leben. Hey, nicht gleich übertreiben. Welche Zimmernummer? 23. Im ersten Stock. Alles klar. Irgendwie komme ich rein und öffne dir ein Fenster. Ich warte in der Gasse. Viel Glück. Meine Handynummer hast du? Ja, sicher doch. Danke, dass ich das Telefon benutzen durfte, Kumpel. Ich muss jetzt gerade an jemanden denken, der kann es aber nicht sein. Entschuldigung? Schon gut, nehmen Sie mein Geld, aber tun Sie mir nichts! Ich wollte Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Oh, verstehe. Ich dachte, Sie wären einer dieser entsetzlichen Gangster-Rapper. Sehe ich so aus? Ganz genau. Die sind nie gut angezogen, oder? Oh, das ist ja fast beleidigend. Was macht denn ein Mann mit so gutem Geschmack in einer Bruchbude wie der hier? Auf der Homepage wurde es als luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel präsentiert. Es ist ohne Zweifel eine raffinierte Masche, ein arglistiger Versuch, reiche Leute in diesen Stadtteil zu locken, wo sie dann in einem Netz böser Fallen und Liederlichkeit gefangen werden. Haben Sie den Mann gesehen, der vor einer Minute noch da war? Großer Kerl? Kräftig, gut gebaut und angsteinflößend? Ja, das könnte er sein. Sie wissen nicht zufällig, was er wollte? Ich glaube, er suchte seine Frau. Geliebte wohl eher. Es war der hektischste Tag, seit ich hier bin. Eine wahrhaftige Parade der Unerfreulichen. Warum sind Sie in New York? Zwerg-Kanadagänse, Wildgänse, Pinkfoots. Wie bitte? Bean, Brand und Barnacle? Ja. Gänse, Sir. Wildgänse. Alsa albifrons. Branta bernicla. Die großen Meergänse. Ich bin hier, um einige seltene Aquarelle mit Wildgänsen zu erwerben. Gemälde von Gänsen? Das toppt wohl das Ausstopfen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie wirken ein wenig nervös. Im Internet stand, dies wäre ein Juwel von einem Boutique-Hotel, auf das selbst Philip Stark stolz wäre. Nicht ganz Ihr Eindruck, was? Nein, Sir. Es ist ein rattenverseuchtes, urinbeflecktes Höllenloch. Ich erwarte, ausgeraubt oder gekidnappt zu werden. Oder sogar... Sogar was? Ich wage gar nicht daran zu denken. Ich sage jetzt nichts dazu. Das ist zu offensichtlich. Warum gehen Sie denn nicht woanders hin? Würde ich ja. Leider ist der Verkäufer dieser Gemälde nicht zu erreichen. Und er hat nur die Nummer dieses Hotels, um mich zu kontaktieren. Ich kann schließlich nicht ohne meine Gänse gehen. Na, das ist wohl der Preis, den Sie für Ihre Kunst zahlen. Ganz oder gar nicht. Oh, der war ganz schlecht. Mögen Sie Golf? Nein, Sir, das tue ich nicht. Es ist ein verachtenswertes Spiel für Neureiche, die nur darauf aus sind, Höherstehende nachzuäffen und ihre wahre Herkunft aus der düsteren Masse der Proleten zu verbergen. Wohl kein großer Fan, was? Na, lassen Sie mich das ändern. Jawohl, ja. Das ist der neue, ausziehbare Golfschläger von Stobart Industries.
keine schweren Golftaschen und Caddies mehr, einfach zusammenschieben und ab ins Grüne. Geradezu perfekt für einen zögernden Anfänger wie Sie. Guter Mann! Ich kann mir kaum Entsetzlicheres vorstellen. Bitte entfernen Sie den kleinen schrecklichen Golfschläger. Als ob ich mich herablassen würde, irgendetwas von einem Klinkenputzer wie Ihnen zu kaufen. Das ist dann wohl ein Nein, oder? Ich muss sagen, die Gesprächsführung ist bei dem Spiel schon mal erheblich besser. Also, ich finde es ein bisschen dynamischer wie beim Vorgänger. Nur die Kameraführung ist ein bisschen hektisch in dem Spiel. Hey Sie, lassen Sie die Uhr in Ruhe. Ich habe sie nur bewundert. Ah, dann haben Sie wohl diese neue Augen-OP machen lassen. Hä? Na, den Eingriff, wo einem die Augen an die Hände verpflanzt werden. Aber ich habe doch keine... Verstehe. Wirklich? Dann weg da. Okay, okay. Das ist eine verschiebbare Glasscheibe mit einem schmierigen Telefon dahinter. Ein geschmackloses, vergoldetes Feuerzeug. Es gehört offensichtlich dem kettenrauchenden Elend hinter dem Tresen. Geschmacklose Bilder von Orten hier, die ich niemals besuchen möchte. Geschmacklose Bilder von Orten hier, die ich niemals besuchen möchte. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir vielleicht helfen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sind Sie die neue Empfangsdame? Ich bin der Manager, Alfonso. Sie können mich Mr. Alfonso nennen. Wo ist die Empfangsdame? Sie fehlt unentschuldigt. Zu nichts nutze das faule Stück. Ich muss gerade mir einen Witz verkneifen aller... sein Name ist nicht Bond, James Bond, sondern Alfonso. Alfonso. Ha. Seltsam. Also, führen Sie dieses Haus schon länger? Es gehört meiner Familie seit mehreren Generationen. Sie müssen sehr stolz sein. Sie sehen etwas gestresst aus. Wären Sie das nicht, wenn Ihre Empfangsdame einfach verschwindet? Sehen Sie es mal positiv. Sie haben die Abkürzung zu einem ruhigen Leben in der Hand. Ich dachte, Rauchen in New York wäre jetzt an öffentlichen Orten verboten. Wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie gerne gehen. Gehen? Ich liebe diesen Ort. Das ist ganz richtig angemerkt, denn auf der Straße dürfen ja die Leute nicht mehr rauchen, an öffentlichen Orten. Ja, ist ein bisschen strange. Die Regelung hat auch nicht wirklich extrem viel gebracht, außer Geld in die Taschen der Stadt, aber Wer war der Typ, der gerade ging? Ein Gast? Nein, er wollte nur telefonieren. Normalerweise lasse ich keine Leute von der Straße rein, damit sie telefonieren. Aber er hatte ein nettes Gesicht. Was für ein überraschend netter Mann Sie doch sind. Wie bitte? Ein schönes Feuerzeug. Ist alles, was von meinem alten Herrn übrig geblieben ist. Oh. Der arme Bastard starb bei einer Gasexplosion. Eine Schande. Sie fanden das Feuerzeug eine halbe Meile entfernt. Sauber poliert, was? Hey, was halten Sie von meiner Erfindung? Nichts. Einstein kann froh sein, dass er nie hier verkehrte.
Okay, die Untertitel unterscheiden sich von den gesprochenen Dialogen. Das ist interessant. Haben viele Spiele, aber es ist, ja. Dass aber die Untertitel fast länger sind wie der aufgenommene Satz, das ist dann schon wieder selten. Dass Untertitel kürzer gefasst sind, macht Sinn, weil ja für Leute mit Hörschwäche das dann tatsächlich mehr Sinn macht. Die Standuhr ist sehr schön. Ja, nicht? Ist ein Vermögen wert. Nächstes Jahr tausche ich sie gegen eine Eigentumswohnung in Florida. Ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Vielleicht mit besonderer Aussicht? Alle belegt. Hier ein Prospekt. Buchen Sie das nächste Mal im Voraus. Was für ein Hotel. So geschäftig und doch so wunderbar ruhig. Einfach genial. Der Prospekt für das lausige Hotel in New York. Obendrauf steht die Telefonnummer des Hotels. Die könnte ganz nützlich sein. Hallo noch. Ah! Herrgott nochmal, passen Sie doch auf. Ich habe ein schwaches Herz. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was wollen Sie? Der Hotelmanager scheint irgendwie schlecht drauf zu sein. Was ist denn mit ihm los? Der war schon bei meiner Ankunft übel gelaunt. Aber als die Empfangsdame verschwand, wurde er in der Tat richtig ungenießbar. Eine alte Standuhr. Sieht aus wie eine Antiquität. Wahrscheinlich das einzig Wertvolle hier. Einfach schön. Entschuldigen Sie, Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Oh nein, den Fehler würde ich nie machen. Naja. Sind Sie sicher, dass kein Zimmer für eine Nacht frei ist? Nennen Sie mich einen Lügner? Nein, vielleicht haben Sie ja nur die Termine durcheinander gebracht. Sie meinen, ich hätte Gedächtnisschwund? Wie hieß das nochmal? Als irgendwas? Hey, vergessen Sie's. Was? Der ist gut. Hallo noch. Was wollen Sie? Ach so, das ist ausgegraut. Wo ist die Empfangsdame denn hin? Ich weiß es nicht. Zuerst hat sie noch einen zwielichtigen Gast bedient. Dann ist sie wohl hoch und hat ihm sein Zimmer gezeigt. Seitdem war sie nicht mehr unten. Okay, ich glaube, das war ein Grafikbug. Da kann ich vielleicht nochmal mit ihm sprechen. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Ich muss mir das abgewöhnen, mit Escape aus dem Menü rausgehen zu wollen. Was ja sehr offensichtlich ist. Hier ist eine Tür. Das Becken ist ekelhaft. Keine Chance, mache ich nicht.
Alfonsos Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Na. Okay, nicht mal irgendeinen Satz eingebaut. Hätten sie etwas anders lösen können. Hallo noch. Was wollen Sie? Irgendwie wird das immer lustiger. Dass man hier nichts machen kann. Der Prospekt für Anna Marias Hotel in New York. Oh, außer Betrieb. Oh, außer Betrieb. Oh, außer Betrieb. Ein Getränkeautomat. Ein Zigarettenautomat. Alfonsos sprudelnder Nikotinquell. Könnte auch Mineralwasser sein. Sap, sap, sap. Das kann man nicht klauen. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Es muss ein Bug sein, ein Anzeigefehler. Was ist denn nun mit Ihrer Empfangsdame? Wahrscheinlich lässt sie sich die Haare toupieren. Sollte sich lieber mal die große Klappe verkleinern lassen. Sie sind ein echter Charmbolzen. Muss man in diesem Job, Kumpel. Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Vielleicht 4 Buchstaben. Hallo noch. Was wollen Sie? Eine Sache, die mir direkt aber positiv an dem Spiel auffällt, was ich sehr, sehr loben muss: Lippensynchronität ist vorhanden. Das ist keine Selbstverständlichkeit in deutschen Übersetzungen von Spielen. Ich bin gerade irritiert. Was sagte ich über diese Hände? Sie sehen so gut aus, dass ich eigentlich Zigarettenwerbung machen sollte. Raus hier! Die sehen so gut aus, dass ich eigentlich Zigarettenwerbung machen müsste. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Hallo noch. Was wollen Sie? Okay, Moment. Ich lese jetzt kurz nach.
der einen Komplettlösung habe ich das schon mal gemacht. Hören Sie, was soll das? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie das! Entschuldigung, ich wollte mir nur das Buch ansehen. Dieses Buch ist nicht für Ihresgleichen! Jetzt lassen Sie mich in Ruhe oder ich rufe die Gendarmerie! Die Gendarmerie? Wie soll die hierher kommen? Mit einer Zeitmaschine? Hallo noch... Ah! Was wollen Sie? Der Mann liest ein Buch mit dem Titel »Auf den Schwingen einer Gans«. Zwischen den Seiten steckt eine Schlüsselkarte. Ein sehr nervöser Mann, der ein Buch liest. Er wird mir das Buch nicht einfach geben. Hallo noch. Was wollen Sie? Ah. Haben Sie eine Zimmerkarte für die Sicherheitstüren? Sicher? Sie ist ein ausgezeichnetes Lesezeichen. Es scheint, als hätte ich meine verlegt. Könnten Sie mir Ihre kurz leihen? Sir, ich kenne Sie nicht gerade seit dem Kindergarten. Wie ich das sehe, versuchen Sie unter einem Vorwand das Gebäude zu betreten. Ich möchte nur auf mein Zimmer. Dann sollten Sie das gemeine Subjekt hinter dem Tresen ansprechen. Ich möchte wegen Ihnen nicht ins Gefängnis kommen. Schon alleine, weil in diesen Etablissements ein Mangel an Seife zu herrschen scheint. Ein gutes Buch? Ein fantastisches Buch, voller Magie und Wunder. Und lassen Sie mich raten, Gänsen? Es ist ein Skandal, dass es immer noch nicht auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Oh, wie kriminell! Ein Verbrechen an der Literatur. In der Tat. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Thelwell Minster. George Stobbart. Was für ein Vergnügen, einen weiteren Gänseliebhaber zu treffen. Man muss sie einfach lieben. Endlich. Ich habe nur auf seinen Namen gewartet. Nein, jetzt hat man den Vorwand, das Hotel anzurufen. Was relativ offensichtlich ist, denn er wartet ja darauf, dass der Gemäldeverkäufer ihn kontaktiert. Also. Alfonsos Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Ich würde gerne mit einem gewissen Thelwell Minster reden. Aber natürlich, ich werde ihn sofort ausrufen. Thelwell, Anruf für Sie! Das Buch ist unwichtig, aber ich leihe mir die Zimmerkarte aus. Glaubt man es? Jetzt bekomme ich hier sogar Scherzanrufe. Ausgerechnet Sie, hä?
Sobald mein Freund hier anruft, bin ich tut sweet hier raus. Ja, je tuter, desto sweeter. Da wette ich drauf. Der scheint nicht zu merken, dass sie gerade fehlt. George, ich bin's. Bist du okay? Ich hänge hier auf der Feuerleiter fest. Die Typen sind hier überall. Sie haben mich noch nicht gesehen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. George, du musst in mein Zimmer und das Badezimmerfenster öffnen. Okay, halte durch und ich weiß nicht, mach dich unsichtbar. Unsichtbar? Mitten auf einer Feuerleiter? Schon gut, bin unterwegs. Ich hatte gerade echt gedacht, scheiße, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ein großes Warnschild der Kammerjäger. Hm, tatsächlich Gäste. Mit so vielen Beinen hätte ich allerdings nicht gerechnet. Hä? Hm, da kommt ein seltsames Geräusch aus dem Wandschrank. Hey, da ist nichts, was dich was angehen würde. Aber was sind das für Geräusche da drin? Käfer! Hier wimmelt's von denen. Käfer? Wovon zum Teufel ernähren die sich? Das ist die Tür zum Putzmittelschrank. Vom Zustand hier zu urteilen, hat die Putzfrau vor langer Zeit Selbstmord begangen. Da kommt ein Klopfen von der Tür. Wie war das mit dem Time Warp? Ich verspüre einen plötzlichen Heißhunger auf einen Cheeseburger. Zimmer 23, Anna Marias Zimmer. Die Tür ist auf, wurde wohl aufgebrochen. Also weiß ich, dass ich schon mal nicht reingehen darf. Hä? Zimmer 24. Auf dem Schild steht, bitte nicht stören. Dem Zustand nach zu urteilen, gibt es hier gar keine Putzfrau, die jemanden stören könnte. Ich hasse so etwas, aber es könnte mal nützlich sein. Naja, wenn die schon mal Kammer hier da haben, könnte ich die vielleicht benutzen. Also ich muss die Karte mit dem Feld benutzen. Na komm. Kann ich dann vielleicht... Ein perfekt erhaltener, vergaster Krabbelkäfer. Hübsch. Das wäre keine so gute Idee. Das ist nicht der richtige Weg. Warum sollte ich das wohl versuchen?
seltsam. Vielleicht muss ich erst etwas anderes machen, damit ich das triggern kann. Das ist nicht seltsam. Ups, das ist nicht ja der richtige Weg. Ich möchte durch den Scanner ziehen. Wäre ein bisschen komisch. Wäre eine Möglichkeit, aber wäre ein bisschen strange. Na komm. Nein. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Diese Sprinkler sehen aus, als könnten sie eine Menge Wasser versprühen. Die Blumen sind völlig ausgetrocknet. Alfonso weiß wirklich, wie man Pflanzen behandelt. Ruckzuck vom Teebaum zur Fackel umgeschult. Die Blumen fühlen sich trocken und staubig an. Hey da! Kann ich dir helfen, Mann? Ich suche Zimmer 23. Das ist Sperrgebiet. Warum? Ist das deins? Nein. Deins? Ich könnte mir hier Schwierigkeiten einfangen. Nein, ich suche nur einen Freund. Dann suchst du am falschen Ort. Hau ab! Vielen Dank! Willkommen im Heartbreak Hotel, hm? Hallo! Du schon wieder? Was willst du? Ich wollte nur fragen, ob du meinen Freund schon gesehen hast. Nein. Und wenn du etwas Verstand hast, willst du ihn auch nicht sehen. Hä? Noch so ein Versuch und meine Blue Suede Shoes treten dich in den Hintern. Wie bei dir zu Hause, in the Ghetto, was? Okay, das ist gut. Lauter Elvis-Anspielungen. Heartbreak Hotel in the Ghetto, hm. Lustig. Verzeihen Sie? Was willst du diesmal? Du erinnerst mich an jemanden, ich komme nur nicht drauf. Ich bin einzigartig. Es gibt niemanden wie mich. Aha. Nein, ich komme immer noch nicht drauf. Ich weiß, ich gehe dir auf die Nerven, aber... Aber was? Wo hast du die Jacke her? War eine Anaconda. Hab sie selbst getötet. Na, das schimmert doch viel zu sehr für eine echte Schlangenhaut. Glaub's einfach. Hallo? Hau ab, bevor ich dich verhaue. Entzückend. Hallo? Hau ab, bevor ich dich verhaue. Entzückend. Kann ich vielleicht jetzt das machen? Das klappt doch nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Wieso räuchert der Kammerjäger oben die Bude aus? Klopfkäfer. Das ganze Gebäude ist voll davon. Fressen mir das Haar vom Kopf. Na, haben Sie noch ein bisschen was zum Essen. Also, was ist mit dem nervösen Typ? Kommt aus Virginia. Hatte die Frechheit zu behaupten, unsere Webseite wäre voller Lügen. Wäre mir ja egal. Aber wir haben gar keine Webseite. Oh, das ist interessant. Er schien etwas nervös. Ist seit 2 Tagen hier, wartet auf einen Anruf. Meint, es wäre zu gefährlich, nach draußen zu gehen.
Naja, mit Ihnen hinter der Rezeption würde ich draußen alle mal vorziehen. Abgesehen davon, dass Sie jedes Stückchen Holz wegfressen, welchen Schaden richten Sie an? Sie fallen in dein Essen. Sie krabbeln dir durchs Haar und durchs Bett. Und es ist nicht möglich, sie zu töten. Das stimmt allerdings. Es gab ja meist so eine Plage in New York vor ein paar Jahren. Deswegen könnte das darauf anspielen. Ich weiß es nicht. Alfonso würde sich nicht freuen. Natürlich freut er sich. Jetzt geht es. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Meine Augen können mich täuschen, aber bewegt sich da nicht was an der Uhr? Das sind die Zeiger, Kumpel. Nennt man Zeit. Sehen Sie das nicht? Oh, das darf nicht wahr sein. Was? Ein Klopfkäfer. Nein, nicht meine kostbare Uhr! Das Feuerzeug ist hinter der Glasscheibe. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Ich weiß, es könnte an meinen Augen liegen. Aber ich schwöre, ich habe einen Klopfkäfer über Ihre Uhr laufen sehen. Keine schlechten Scherze, Mister. Oh, ich würde mich nie über Ihre kostbare... Hä? Nein! Oh, kann ich nicht. Was sieht er denn? Da ist nichts. Hab's. Hör zu, Kumpel. Wenn du nicht aufhörst, mit der Scheibe zu hantieren, dann hantiere ich mit dir. Tut mir leid. Eigentlich sind wir ein ganz schön gemeines Arschloch, wenn man Leute das Zeug klaut, aber naja. Jetzt können wir ja endlich versuchen, nochmal durch die Tür zu laufen. Die Steuerung ist ein bisschen, ja, unpräzise. Hey, was willst du mit den Blumen da? Ich bin Botaniker und die hier sind recht ungewöhnlich. Was? Verdufte! Die Blumen fühlen sich trocken und staubig an. Hey, was willst du mit den Blumen da? Ich bin Botaniker und die hier sind recht ungewöhnlich. Was? Verdufte! Kann ich ihn vielleicht ablenken? Hey, Kumpel! Halt dich von dem Fenster da fern oder du fliegst da durch. Ich brauche etwas frische Luft. Ach ja? Dann geh spazieren. Na komm.
Mein Anzug! Meine Haare! Mein Anzug! Meine Haare. So. Ich mache ein bisschen weiter. Ich muss mir echt abgewöhnen, Escape drücken zu wollen, was eigentlich Sinn macht bei den meisten Spielen. Hier ist niemand drin. Ein Stift, auf dem eine schwarze Katze aufgeprägt ist. An oder aus, meine Hand stecke ich da nicht rein. Das ist eine Massenverseuchungswaffe. Aber ich muss das in Bewegung setzen, um Anna-Maria reinzulassen. Der Ventilator vibriert, wenn er langsamer wird. Wetten, dass das Zimmer die höchste Sterblichkeitsrate der Stadt hat. An oder aus, meine Hand stecke ich da nicht rein. Aber ich muss das in Bewegung setzen, um Anna-Maria reinzulassen. Egal, ob er eingeschaltet ist oder nicht, ich halte da kein leitfähiges Metall rein. Mein Faden baumelt immer noch am Lüftungsgitter. Will ich den Faden wirklich haben? Egal, ob er eingeschaltet ist oder nicht, ich halte da kein leitfähiges Metall rein. Warum sollte ich das wohl versuchen? Mein Faden baumelt immer noch am Lüftungsgitter. Will ich den Faden wirklich haben? Nö. Anna-Maria, hier drüben. George, wieso hat das so lange gedauert? Ich hatte so viel Spaß, da habe ich einfach die Zeit aus den Augen verloren. Nächstes Mal bist du dran mit der Feuerleiter. Ach ja? Vielleicht verlange ich nächstes Mal ja das Doppelte. Nun, wie kommen wir hier weg? In der Gasse wimmelt es von bösen Jungs. Und es gibt noch ein paar üblere Burschen da draußen. Was ist mit dem Safe? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist ja alles durchwühlt. Und das Manuskript, es ist weg! Es tut mir leid, Anna-Maria, aber wir finden eine Lösung, das verspreche ich dir. Oh, George, es bedeutet mir so viel. Ich weiß, ich weiß. Meine Familie, wir sind nicht reich, verstehst du? Der Schatz, ich habe so viel Hoffnung in ihn gesteckt. Mal langsam, erzähl mir alles, was du über das Manuskript weißt. Vielleicht kann ich dann helfen. Gut, ich versuch's. Das Manuskript, es ist ein altes Stück Pergament. Da ist was drauf geschrieben. In Latein. Aha, alt und mit Latein drauf. Das grenzt es ja schon ziemlich ein. Wenn du dich über mich lustig machst, sag ich gar nichts mehr. Ach, lass mich doch. Was war noch drauf? Da muss doch noch mehr sein. Bilder. Wunderschöne Bilder. Kannst du dich an eins erinnern? Eins? Da ist eins. Es ist so schön, George. Ein Kreuzritter auf einem Pferd, der mit einem Drachen kämpft. Alles in Rot und Gold. Immer noch nicht allzu viele Anhaltspunkte. Du glaubst mir nicht, oder? Du glaubst, ich denke mir das nur aus. Natürlich glaube ich dir. Ich meine nur, dass ich dir kaum helfen kann, bis wir das Manuskript haben. Vielleicht haben die Diebe ja Spuren hinterlassen. Genau. Wir müssen sie nur finden. Leicht. Hey, das ist mein Spruch. Dann lernst du wohl besser zu teilen. Klingt gut. Keine Sorge, Anna-Maria. Wir holen dein Manuskript zurück. Das verspreche ich dir.
Ah, okay, witziges Detail, wenn man irgendwas hat. Man kann sein, die Kopfwägung von dem steuern. Ja. Aber an dieser Stelle bin ich dem Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss, bis zum nächsten Mal.